Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tipps und Tricks Video von eurer Gameplayerin. Und zwar geht es heute alles um alle Artefakte aus den Tieflandebenen. Wir werden alle 16 Artefakte aus den Tieflandebenen holen, um das Kraftwerk zu 100% abzuschließen. Dazu kann ich euch eins schon mal vorweg sagen. Entweder könnt ihr von den Treppengipfeln auskommen, dann seid ihr ungefähr diesen Weg hier hinuntergelaufen. Dann kommt ihr etwa hier aus zu einem Eingang oder ihr lauft hier die komplette Küste entlang. Dann kommt ihr bei den Tieflandebenen etwa hier unten aus. Und da seht ihr dann auch schon auf der rechten Seite diesen leuchtenden Stab und etwas hier unten im Boden. Diesem etwas hier müsst ihr dann folgen. Ihr müsst dann hier einmal hoch. Ihr solltet natürlich nicht da hochgehen, so wie ich das jetzt gerade eindrucksvoll demonstriert habe, wie man es nicht machen soll, sondern ihr solltet hier natürlich die Steine nehmen, weil man da direkt hoch kann. Ich dachte, man könnte vielleicht in eine und dann oben das Ganze wieder aufstellen, aber das hat nicht ganz so geklappt, wie sollte. Ihr folgt dann einfach immer diesen leuchtenden Schlauch hier auf dem Boden und dann seht ihr hier links schon einen Eingang. Da könnt ihr leider nicht mit dem großen Mesh rein, das muss ich dazu sagen, weil alles hier drin können wir jetzt nur mit dem kleinen machen, was natürlich jetzt auch ein bisschen blöd ist, weil der kleine nicht so gut aufgestellt ist, weil er keine Taschenlampe oder ähnliches hat. Wir gehen hier rein und direkt geradeaus links. Da sehen wir schon mal das Erste. Übrigens gibt es hier nicht 14 Artefakte, sondern 16 diesmal. Da oben sehen wir auch nochmal ein Artefakt. Da kommen wir von dieser Seite aus allerdings nicht ran. Das muss ich schon mal direkt vorweg sagen. Wir finden hier überall, das kann ich euch auch schon mal sagen, solche Sachen hier aufgebaut. Wo wir dann Steine finden, kombiniert meistens mit etwas, wo wir noch hochlaufen können. Das müssen wir immer nehmen. In diesem Fall laufen wir jetzt hier oben in die Ecke rein. Und da gibt es dann auch nochmal ein weiteres Artefakt. Dieses Artefakt können wir nur erreichen, wenn wir von, nicht ganz oben, sondern von hier aus, glaube ich, kommen. Das heißt, wir bewegen uns jetzt erstmal in diese Richtung hier hinten. Da haben wir dann wieder einiges, was wir machen können. Und zwar, das wohl etwas komplizierteste, was wir machen können, ist hier rechts auf der Seite. Damit würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Hier gibt es nämlich dieses kleine Ding. Da müssen wir einmal drüber hüppeln und dann kommen wir hier in dieses Gebiet rein. Dann sehen wir schon direkt hier vorne unser erstes Artefakt in diesem Gebiet. Das war ja noch einfach. Dann können wir hier noch so ein bisschen durchlaufen und gucken, dass wir nichts übersehen haben. Aber wichtig ist, dass wir hier vorne anfangen und auf diese Treppen, sage ich mal, drauf hüpfen. Und dann müsst ihr tatsächlich... Oh, jetzt habe ich es übersehen, dass hier unten auch noch ein Artefakt liegt. Ihr könnt auch direkt von hier unten hochlaufen, habe ich gerade festgestellt. Ich bin hier jedes Mal die Treppen hochgelaufen. Also nehmt die einfache oder die schwierige Variante. Lauft bis zum Ende und hüpft hier drauf. Das erfordert auch ein bisschen Übung, weil man kann nämlich leicht auf der anderen Seite runterspringen bzw. runterfallen. Dann gehen wir hier bis zum Ende rüber und machen einen großen Sprung hier auf diese Seite. Dann mit Anlauf hier drüber, gehen nach rechts, mit Anlauf aufs nächste. So, ihr müsst auf jeden Fall gucken, dass ihr da sprintet. Das Problem ist, ich habe jetzt auf die Sprint-Taste gedrückt, aber er hat es nicht angenommen. Das heißt, wenn ihr merkt, dass ihr so schon nicht am Sprinten seid, am besten direkt abbrechen und nochmal neu Anlauf nehmen. Dann könnt ihr hier oben das Artefakt einsammeln. Und dann seht ihr schon, hier oben ist im Endeffekt nichts mehr zu erledigen. Das heißt, wir springen einmal hier runter. Und bleiben hängen. Hier ist wieder das Gleiche. Da müssen wir uns jetzt auch wieder nach oben durchwuseln. Und zwar gibt es die Möglichkeit, hier hochzuspringen und mit ein bisschen Glück immer gut so zu landen, dass man fest bleibt. Ich kriege das allerdings nicht so gut hin. Deswegen gehen wir jetzt noch einmal zurück zu unserem Ausgangspunkt hier vorne.
gehen da dann nochmal über diese Schräge drauf und hier so ein bisschen vorsichtig auf diese Platte hier, hüpfen hier hoch und gehen komplett. Oh, hier ist ein kleines Loch, also da müsst ihr aufpassen. Gehen komplett hier rüber. Und einmal hier drauf. Ich meine hier oben. Nein, hier oben war jetzt direkt keiner. Okay, dann gehen wir hier auf diese Platte oben drauf. Und dann. Kommt uns genau im falschesten Moment der Tagwechsel dazwischen. Ich hasse es. Ihr vielleicht auch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier müssen wir auf jeden Fall wieder gut Anlauf nehmen und einmal hier drauf springen und dann können wir auch hier oben das Artefakt einsammeln. Wie gesagt, man kann auch theoretisch, wenn man einen richtigen Winkel erwischt, hier hoch. Ich habe es aber leider noch nicht hinbekommen, deswegen habe ich es so rum gemacht. Das waren dann meines Wissens nach alle Artefakte hier auf der Seite. Das heißt, wir können diesen Bereich erstmal wieder verlassen und nehmen das Artefakt hier auf der Treppe noch mit. Und gehen hier einmal komplett rein. Wir haben jetzt 7 von 16 Artefakte. Jetzt nehmen wir einmal die linke Seite hier. Und sehen schon mal, hier unten rechts in der Ecke ist ein weiteres Artefakt, was wir einsammeln können. Dann hier direkt um die Ecke ist nochmal ein Artefakt. Und wenn wir jetzt hier hinter durchlaufen, dann sind wir im Prinzip auf der anderen Seite der Kammer. Aber hier sind natürlich auch nochmal Artefakte. Hier kommt man ein bisschen blöd hoch. Hier rutscht man nämlich gerne runter auf der Seite. Deswegen müssen wir versuchen, von hier aus darüber zu kommen, beziehungsweise darüber zu kommen. So, ihr geht auf das Grüne und dann könnt ihr direkt hier unten runtergehen und könnt euch das Artefakt auch einsammeln. Dann gehen wir wieder zurück auf das Grüne, beziehungsweise auf das Braune. Wie ihr seht, ist das ein bisschen kompliziert, weil man da gerne runterrutscht. Ihr müsst auch nicht hier rüber gehen. Ihr könnt natürlich auch unten durchgehen. Dann gehen wir einmal komplett hier schräg durch und holen uns hier das 11. Artefakt. Und hier unten um die Ecke ist noch ein weiteres Artefakt. So, dann haben wir hier oben drauf noch ein weiteres Artefakt. Wie ihr seht, kommt man hier ganz, ganz schlecht drauf, beziehungsweise von dieser Seite aus gar nicht drauf. Da können wir tatsächlich nur von hier oben rüberspringen. Das heißt, wir müssen jetzt komplett wieder zurück auf diese Seite hier und müssen hier hinten hoch, da wo das hier so schräg ist. Wenn ihr das nicht direkt mit dem ersten Mal schafft, ist das kein Problem. Hauptsache, ihr versucht es immer weiter. Irgendwann werdet ihr das auf jeden Fall schaffen. Dann springen wir einmal hier auf dieses Dach drauf, holen uns hier das Artefakt. Und ich meine, hier oben wäre es das auch gewesen. Dann stehen wir genau hier, wo wir theoretisch springen können. Und hier gibt es einen kleinen Trick. Und zwar laufen wir und lassen uns einfach fallen, ohne zu springen. Also keinen Sprung machen, einfach nur laufen und fallen lassen. Und dann sind wir hier oben drauf und uns fehlen nur noch 2 weitere Artefakte. Das heißt, wir gehen wieder zurück in diesen Bereich hier rein. Ich schaue noch mal kurz, dass ich hier tatsächlich keins vergesse. Genau, hier unten ist nämlich noch ein Artefakt. Das nehmen wir mit. Und dann holen wir uns das letzte, was wir ja ganz am Anfang gesehen haben. Dafür klettern wir hier in der Ecke hoch, auf die Steine drauf, einmal hier drüber springen und dann hier am Ende von den Steinen finden wir das letzte Artefakt. Damit haben wir dann das Kraftwerk insgesamt komplett erkundet von den Artefakten her.
Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt doch gerne was in die Kommentare. Und ich sag dann einfach mal, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.